Ja, darf ich jetzt nach dem 1-0 des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg, beide Trainer hier, bei mir begrüßen zur Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Kommen, Ralf Kellermann und Thomas Wörde. Und gerne darf ich zuerst eine Einschätzung fragen, Kellermann. Also 3 Punkte für den FC Bayern. Wie fällt Ihr Fazit auf Wolfsburg jetzt aus? Erstmal natürlich ganz herzlich an Tom und den FC Bayern München für den Sieg. Wir verstehen das nicht gerade so richtig, warum wir dieses Spiel verloren haben. Es war sehr, sehr unnötig, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben in der ersten Halbzeit eine Chance zugelassen, plus den Freistoß, aber der geschlagene Ball, trotz aller Qualität beim FC Bayern für Standards, war natürlich zu verteidigen. Er darf nie und immer wieder ein Gegentor passieren. Hatten selbst 2 Riesenchancen, um an in Führung zu gehen oder wenigstens dann mit der Großchance von Müllers Image mit dem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir die erste Großchance in diesem Spiel von Alexander Popp. Ja, das sollte einfach nicht sein, auch ebenfalls und raus. Dann muss ich es leider wieder sagen, es tut mir leid, es ist ein klarer Elfmeter verwehrt worden. Die Fernsehbilder sprechen eine eindeutige Sprache und der Reporter von Eurosport hat das sofort im Live-Kommentar gesagt, dass Alexander Popp ist ganz klar eher am Ball und na gut, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Ja, dann haben wir hinterher ein bisschen aufgemacht, dann hat Bayern 2 Riesenchancen mit dem Pfostenschuss und der Großchance von, ich glaube, es war mit dem noch, die einzige in der ersten Gegend hatte. Aber das ist dann natürlich auch nicht mehr zu verhindern. Also, wir sind maßlos enttäuscht, weil wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gespielt. Natürlich sind wir auch nicht bei 100%, das ist auch klar. Trotzdem müssen wir in so einem Spiel auf jeden Fall was mitnehmen. Dankeschön. Thomas Wörle, wie fällt dein Fazit aus? Ja, ich denke, der Ralf hat das relativ gut übergebracht. Wir wussten, dass wir heute gegen eine ganz, ganz starke Mannschaft spielen. Das hat man dann auch erkennen können. Ich denke, dass gerade die Anfangsphase an Wolfsburg ging. Mittendrin in der ersten Halbzeit haben wir uns dann, denke ich, immer ein bisschen besser ins Spiel reingebracht. Haben wir noch gute Ballbesitzphasen gehabt, wo wir eigentlich stabil im Spiel waren. Von den Chancen her war es, glaube ich, wie es der Ralf auch erwähnt hatte. Ich erinnere mich an 2 Chancen von Müller Simic, die wirklich gefährlich waren. Wir haben dann eigentlich zwischenzeitlich mehr von Spiel gehabt, weil ich Ballbesitz in der Phase zwischen 10. bis ungefähr 30. Minute und hinten raus, erste Halbzeit, kam dann nochmal Wolfsburg nachher zum Tor, nochmal richtig kräftig, haben nochmal die Tankphase vor der Halbzeitpause bestehen müssen. Das Tor kam, klar, in einer Standardsituation, war natürlich sehr glücklich, weil viele Chancen hatten wir auch nicht erste Halbzeit, da war ein kleines Chancenplus auf der VfL-Seite. Aber eins ist ja auch klar, wir wussten ja von Anfang an, ja, diese starke Mannschaft, dass wir jetzt irgendwie mal dazu kommen, dass wir auch Tankphasen überstehen müssen, wo wir uns taktisch clever verhalten müssen, so war es dann auch. Zweite Halbzeit war es dann ein anderes Bild. Da hat Wolfsburg extrem gedrückt. Wir waren sehr, sehr in der Defensive und haben das trotzdem, denke ich, sehr gut gemacht. Wir haben versucht, ihnen den Raum zu nehmen, gerade vor der Abwehr, sodass er eigentlich kaum zu klaren Einschussmöglichkeiten kam. Wie der Ralf es erwähnt hatte, gab es den Pfostenschuss von Alexander Popp. Ich glaube, vom Kopfball, der an meinem Eck vorbeigesegelt ist. Ansonsten, glaube ich, haben wir für eine Halbzeit, wo Wolfsburg wirklich Druck gemacht hat oder es versucht hat, kaum was Klares zugelassen. Das war ein Verdienst der geschlossenen Abwehrleistung, wo wir sehr kompakt waren, taktisch diszipliniert waren. Und darüber hinaus haben wir natürlich dann auch, wie es halt oft so ist, dann auch die eine oder andere Kontermöglichkeit gehabt, auch wie Wiedemar und Benny Leupolz. Alles in allem muss man, glaube ich, festhalten, dass Wolfsburg hier einen starken Auftritt abgeliefert hat gegen uns. Ja, und wir aufgrund des Engagements, aufgrund der Leidenschaft, was wir reingelegt haben, ganz sicher nicht unverdient hier auch was mitnehmen durften. Aber es war sicherlich dann auch ein bisschen glücklich, wir haben die Standardsituation da verwertet. Alles in allem war es ein unheimlich Fight heute, ja, ein richtiges Topspiel meiner Meinung nach, wo man auch aber erkennen muss und feststellen muss, dass wir definitiv immer noch nicht voll auf der Höhe sind. Wir müssen noch weiterarbeiten, einige haben immer noch körperliche Probleme, das haben wir, denke ich, heute auch wieder erkennen können. Aber wir sind natürlich unheimlich froh und glücklich darüber, dass wir heute hier die 3 Punkte gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft, die das auch heute unter Beweis gestellt hat, ja, mitnehmen dürfen. Danke, Thomas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja. Würde ich gleich einfach an beide, Matthias Wörle von Lübeck, würde mich an beide Trainer interessieren, was, auch wenn es der 3. Spieltag erst ist, was das Resultat bedeutet für die Liga, für die Saison. Ja, dass wir jetzt erstmal 3 Punkte hinter dem FC Bayern sind und der FC Bayern mit Sicherheit eine Menge Selbstvertrauen mitnehmen, weil sie haben schon 2 Top-Spiele jetzt gewonnen. Ja,
sehr schweres Auftakt bekommen habt. Und für uns heißt es aber jetzt einfach, dass wir in Ruhe bewahren und jetzt leider, wie es so oft ist nach solchen Spielen, jetzt 14 Spieler in den nächsten 12 Tagen zur Verfügung stehen. Von daher ist es mit dem Aufarbeiten nicht ganz so einfach. Aber dann kommt Pokal und dann geht es in der Liga weiter und Bayern hat jetzt einen kleinen Vorteil, ja, das ist ganz klar, aber es sind noch 19 Spieltage zu spielen. Im Moment kann man nur feststellen, dass wir mal einen Punkt auf dem Konto haben, 3 Spiele gespielt sind, was gar nichts ist. Natürlich tut es uns aber sehr, sehr gut, dass wir diese starke Mannschaft aus Wolfsburg heute beziehen konnten, aber ein Stück weit glücklich war, ohne Zweifel. Es hilft uns einfach wieder, uns in aller Ruhe, in einem positiven Klima und in einer positiven Atmosphäre uns weiterzuentwickeln. Und wie ich es vorhin schon angedeutet habe, wir müssen schauen, dass wir alle auf ein höheres Niveau kriegen. Wir sind ein paar dabei, die einfach noch hinterher hinken, auch aufgrund eben der Belastung der letzten Wochen und vor allem Monate. Das ist unser primäres Ziel, aber natürlich ist es eine schöne Momentaufnahme und darf ich schon mal vermerken, dass wir dann nach der Länderspielpause, wo jetzt auch bei uns viele unterwegs sind, wir waren nur 8 Spiele im Training, dass es so ist, dass wir danach 4 Auswärtsspiele haben. Ja, das ist auch unheimlich, unglaublich eigentlich, aber wir haben wirklich 4 Auswärtsspiele mit Reisestress verbunden und so weiter. Wir müssen uns dann echt rüsten, auch wenn für die englischen Wochen hier anstehen. Weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage an Herrn Kellermann. Mich würde interessieren, so die letzten 10 Minuten, hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft zu weit weggespielt hat. Also mich würde interessieren, ob Sie das nicht wollen, ob ihr es einfach nicht gewohnt seid oder ob es an Bayern lag, dass ihr am Ende dann nicht so eine Art, wie man im Fußball so schon sagt, die Brechstange ausgepackt habt. Ja gut, solange man spielerisch noch ins letzte Drittel kommt, will man das natürlich weitermachen, aber Sie haben recht, die letzten paar Minuten haben wir es zu kompliziert gespielt, speziell in der Nachspielzeit. Da müssen die Bälle dann schon, gerade wenn man so eine Spielerin hat, so eine Zielspielerin wie Alexandra Popp, müssen die Bälle dann auch mal von der Mittellinie, ja, also in den 16er gespielt werden, das haben Sie richtig erkannt. Aber es ist dann keine Vorgabe, ja, wir haben es eingefordert, aber so leicht ist es nicht, immer an die Spieler dann noch ranzukommen, aber wir werden das natürlich besprechen. Da muss man von der, ja, so gerne wir Fußball spielen wollen, aber da muss man einfach dann mal andere taktische Spiele anwenden. Es standen jetzt ziemlich viele hochkarätige Offensivspielerinnen hier im Team, also ich denke nochmal, auf dem Platz. Führt das dann dazu, dass vielleicht auch mal eine Top- oder eine Diebenmann auf dem linken Flügel etwas verschenkt sind, als vorne ganz vorne drin im Angriff? Und dass dann vielleicht die Anbindung aus dem Mittelfeld ein bisschen fehlt? Das sehe ich nicht so. Ne? Wir fühlen die Position sehr flexibel aus. Und wir haben ja diese schwierigen Grund, die taktisch so variabel sind. Ja? Lara Diekmann hat rechter Außenverteidiger gespielt, die nur uns dazu schon ein bisschen weiter vorne spielen. Nein, ist es so, dass wir viele gute Offensivspielerinnen haben und dass noch nicht alles zu 100% abgestimmt ist, das ist auch klar. Das hat man auch heute bei Mona Bachmann gesehen, die noch nicht die richtige Bindung zum Spiel hat. Aber das bekommen wir hin und wir möchten vor allen Positionen torgefährliche, offensiv ausgerichtete Spieler haben. Weitere Fragen? Den obligatorischen Blick nach vorne ersparen wir uns, glaube ich, das ist irgendwie zu weit weg. Die Liga geht erst im Oktober wieder weiter. Insofern wünsche ich dem Wolfsburg gute Heimfahrt, gute Erholung in der Länderspielpause und dann viel Erfolg für die nächsten Partien. Danke.